Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 21. September. Ich grüße ganz herzlich und ich betrachte mit Ihnen heute den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Wir hatten in der Nacht die Entscheidung der Bank of Japan in Sachen Zinsausrichtung, Ausrichtung der Liquiditätsmaßnahmen. Ja, und hier wurde mehr Flexibilität propagiert sozusagen. Also natürlich in Höhe des Anleihe- und Aufkaufsprogramms sozusagen wurde nichts gemacht, aber die Beiworte einer flexiblen Aktivität, einer flexiblen Handlung, das nahmen die Märkte ganz gut auf und haben hier natürlich erstmal ein Stück weit Vorschusslorbeeren, wie wir das hier bei den Indizes zum Beispiel sehen, gestreut. Ja. DAX hier mit einem Feuerwerk und auch natürlich hier die anderen Indizes und die US-Amerikaner hier im vorbörslichen Handel mit gewinnen. Also wurde das ganz gut aufgenommen im Sinne dessen, dass zur Not auch mehr Liquidität bzw. eben alles ein Stück weit flexibler gehandhabt werden soll. Strafzins wurde nicht verändert, insofern ja, eine gewisse Beruhigungspille für die Märkte, die honorieren das erstmal und der Yen hier heute mit Schwäche bzw. erstmal himmelhoch jauchzend. Wir sehen es hier im Stundenchart beim Euro gegenüber dem japanischen Yen einen massiven Up-Move. In den Morgenstunden, dann gab es hier den Korrekturverlauf seit kurzem. Und jetzt muss man mal sehen, wie sich der Tag hier noch ausgeht. Aber wir wollen eigentlich auch vielmehr nicht nur auf die Stunde oder das Intraday-Verhalten schauen, sondern eben auch hier vielmehr jetzt mal den Tageschart und Wochenchart in Beschau nehmen. Und wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, dann hatten wir unlängst schon die Annahme, dass wir hier von dieser Trendlinie ausgehen. Das war beim letzten Devisenradar. Wie gesagt, heute Nachmittag kostenfrei nochmal das Gleiche. 15 Uhr geht's los. Die Annahme, dass wir hier im Prinzip ein Stück weit hochlaufen, aber der Euro gegenüber dem japanischen Yen angeschlagen bleibt und auf jeden Fall, in Anführungszeichen, auf jeden Fall sind immer ja, sehr riskante Worte, aber hier in dem Bereich 112,75 etwa abtauchen sollte. Hier dieses Support-Level vom August definitiv eine sehr, sehr stabile Zone. Und gut, er hat sich hier noch ein Stück weiter nach oben geschraubt, um dann letztlich doch in den letzten Tagen durchzubrechen. Und mit der heutigen ja, Bewegung aus der Nacht und dem bisherigen Tagesverlauf sehen wir, dass wir hier eine Doji-Kerze aktuell haben. Aber die Schwäche hat sich zumindest fortgesetzt. Und wichtig hierbei, auf jeden Fall auf dieses Level zu achten, insbesondere wenn wir jetzt hier ein neues Tief machen, meine lieben Zuschauer. Wenn wir unter das heutige Tagestief zurückfallen, dann präferiere ich hier ganz klar weitere Schwäche. Die passt jetzt nicht hundertprozentig zur Saisonalität. Hier mit Blick auf die kommenden 40 Tage sehen wir eher Ende September, Anfang Oktober. Das ist praktisch die Kombination dessen gewesen, was ich sagen wollte. Hat sich hier der Preis rein saisonal eher nach oben entwickelt, um dann im Oktober nach unten zu kippen. Mitte Oktober vielmehr, bis Ende Oktober dann hier doch schon die ganzen Zugewinne theoretisch, technisch hier wieder abzugeben. Aber grundsätzlich eben hier die Saisonalität jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt. Einzig vor dem Hintergrund, dass wenn das Währungspaar sich hier grob über 113, 112,75 hält, dass hier eben durchaus Erholungschancen bestehen, die allerdings dann auch, ja, meines Erachtens auch nicht den fulminanten Charakter beinhalten. Ich denke vielmehr, sollten wir uns hier stabilisieren oder könnte man auch das heutige Tageshoch nehmen, sollte es wieder zu einem Rücklauf über diese Aufwärtstrendlinie kommen, dann könnte man rein spekulativ davon ausgehen, dass wir hier nochmal in diese Zone um 117, 117,50 reinlaufen. Gegebenenfalls auch diese Abwärtstrendlinie hier nochmal touchieren. Ja, das wäre dann knapp unter 117, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf jeden Fall hier dann nochmal hochgehen, ist durchaus als erhöht anzusehen. Also ganz interessant, Euro gegenüber japanischen Yen bietet Chancen im Sinne der aktuellen Doji-Kerze, die hier natürlich Unsicherheit repräsentiert, aber gerade auf der Südseite, wenn es ein neues Mehrwochentief gibt, wäre das ein Verkaufssignal. Hingegen auf der Oberseite, wenn wir hier diese Unterstützung bestätigt wissen und eben dann hier über das heutige Hoch rausgehen, könnte man durchaus annehmen, dass es hier Fortsetzungspotenzial gibt in Richtung Erholung, anziehender Notierung. Jetzt muss man den Chart nochmal laden lassen. Das ist auf jeden Fall die Annahme, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen eine solche Maßnahme, wenn es nach oben geht, eben vollziehen könnte. Sieht wie gesagt ganz interessant aus. Euro-Yen auf jeden Fall im Blick haben. Deswegen haben wir ihn auch heute mal in den Fokus genommen. Und auf Wochenbasis schauen wir uns das auch nochmal an, um das abschließend große Bild nochmal zu erfassen. Da sehen wir den übergeordneten Abwärtstrendkanal. Wenn es ein neues Tief gibt, auf jeden Fall einen Lauf in Richtung 110 zu erwarten. Warum? Weil wir hier eine ja, Horizontalebene haben, die in früheren Jahren, das kann man auch noch ein Stück weit tiefer senken. Im Worst Case muss man zugeben, dass wir auch hier diesen Bereich knapp 106 Yen, 107 Yen vielmehr. Ja, 157, etwa 106, diesen Bereich hier durchaus auch als Korrekturzone ansehen darf. Wir sind hier in einem Abwärtstrendkanal. Ja, wir haben hier unlängst eine Erholung gesehen mit tieferem Verlaufshoch hier im August nach dem letzten höheren Punkte vom Juli. Das sieht also, wie gesagt, nicht so konstruktiv aus und nochmal ein Lauf in Richtung 110/110,75
107, 106 scheint mir mal gar nicht so unwahrscheinlich innerhalb des Abwärtstrendkanals, weil, wie gesagt, die Bullen es jetzt hier ein Stück weit verpasst haben, nach oben aufzudrehen. Wir sind jetzt hier in der dritten Handelswoche, die jetzt möglicherweise negativ auch enden wird. Klar müssen wir jetzt die Woche noch abwarten, Wochenabschluss, insbesondere das heutige Fed-Meeting der US-amerikanischen Notenbank. Das kann nochmal für Wirbel sorgen und auch dafür, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier eben diese Doji-Kerze ein Stück weit umkehrt, ein Stück weit verändert oder eben dann hier insbesondere ausbricht. Halten Sie das mal im Auge. Ich finde auf jeden Fall, das ist ein Blick wert. Und insofern wäre ich schon heute durch mit dem JFD-Devisen-Radar an dieser Stelle. Nachmittags, wie gesagt, der Event und überzeugen Sie sich nochmal von unseren gesenkten Gebühren. Ja, wir haben hier den FX-Kontrakt, den Transfer Half-Turn 2,75 Euro massiv gesenkt. Und die Lothalde handelt man im Prinzip für 5,50 Euro. Und das ist auf jeden Fall ein Schnäppchenangebot, neben dem, dass Sie natürlich hier rein Interbankenzugang haben. Also, einfach mal testen, Demo unbegrenzt kostenlos verfügbar. In dem Sinne, toben Sie sich aus, sammeln Sie Ihre Erfahrung und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Christian Kämmerer, auf bald und tschüss.